Am vierten Spieltag der Lotto Hessenliga halten sich schützenfeste und hart umkämpfte Spiele die Waage. An der Tabellenspitze bleibt es spannend. Stadt Allendorf in Weiß empfängt nach der Niederlage gegen Aufsteiger Hünfeld den KSV Baunatal. Zielcovic findet Wojwut, Annahme und Abschluss wie aus einem Guss. Ein Start nach Maß und die richtige Reaktion auf die Niederlage letzte Woche. Das Spiel kennt in der Anfangsphase nur eine Richtung. Baunatal bekommt sich nicht befreit. Michel geht ein paar Meter und haut dann dieses Traumtor raus. Milano Michel, Neuzugang aus der Verbandsliga mit seinem ersten Lotto-Hessenliga-Tor. Ein Treffer, den er wohl niemals vergessen wird. Absolut Tor des Tages verdächtig. Die Eintracht macht weiter Druck und Baunatal macht weiter grobe Schnitzer. Der Rückpass schlampig, abgelaufen von Wojwut. Wilke im Tor holt ihn von den Beinen. Folgerichtig gibt es Strafstoß und Rot für den KSV-Keeper. Neu ins Tor kommt Lukas Berger, 18 Jahre jung aus der eigenen Jugend. Für ihn aus dem Spiel Spielmacher Berninger Bosshammer. Berger gegen Wojwut. Chancenlos. 27. Minute, das Spiel nach einem Viertel der Spielzeit bereits so gut wie entschieden. Stadt Allendorf in Überzahl führt mit 3. Bis zur Pause nimmt die Eintracht das Tempo raus, doch spielt jetzt frisch ausgeruht nach vorne. Der Ball läuft. Wojwut frei vor dem Tor mit dem 4:0. Berger in seiner Lotto-Hessenliga-Premiere mit maximal suboptimalen Voraussetzungen kann einem nur leid tun. 63. Minute, Ecke Gastgeber. Philips köpft ein, der Riese aus der Innenverteidigung in seinem Element. Keine Minute später, langer Ball auf Häuser. Aus spitzem Winkel macht er das halbe Dutzend voll. Eintracht Stadt Allendorf schlägt Baunatal mit 6:0 und kann in der Tabelle wieder nach oben schauen. Bereits am Freitagabend empfängt Waldorf in Rot Erlensee. 7. Minute, Einwurf auf Strafraumhöhe. Kohnhäuser, Thomas Berger, Park! Die Gastgeber behalten zweimal die Lufthoheit und führen das stilmittellange Einwurf erfolgreich aus. Das frühe Tor reicht Waldorf zum Sieg. RW gewinnt zum vierten Mal am vierten Spieltag. Damit rückt Waldorf über Nacht auf Platz 1. Den möchte sich Alzenau in Weiß am Samstag mit einem Sieg zurückholen. Signorelli legt zurück auf Cebari. Volley ins Glück. Der Neuzugang vom SV Neuhof schießt die Bayern zurück an die Tabellenspitze. Der FCB hat das Spiel im Griff. Zweite Halbzeit wieder Cebari. Signorelli mit dem 2:0. Diesmal legt Cebari für den Italiener auf. Der Neuzugang aus der Verbandsliga mit seinem bereits 5. Saisontor. 90. Minute, Ecke Fernwald, kurz ausgeführt. Hofmann findet Burger, 1:2. Doch der Anschlusstreffer kommt zu spät. Alzenau gewinnt auch sein 4. Saisonspiel und ist zurück an der Spitze. Friedberg in Blau in Hanau. Flanke auf Michel, Latte. Doch da hat Yikilmaz Platz. 25. Minute, 1:0 Türkgücü. Letzte Saison gingen beide Spiele zwischen Friedberg und Hanau unentschieden aus. In der neuen Spielzeit reißt Friedberg das Spiel schon in Halbzeit 1 an sich. Kurz vor der Pause wieder Friedberg. Shaw. Schön mit der Hacke auf Imek. Auch Regic lässt die Gegenspieler alt aussehen. Michel muss da nur noch einschieben. Zur Halbzeitpause führt Friedberg komfortabel mit 2. Nach der Pause ergeben sich nochmal Räume. Kraus eingewechselt, kann noch rennen auf Rejic. Auf Jost, wieder toll herausgespielt. Friedberg gelingt heute alles.
Türkgücü mit dem dritten Auswärtssieg bleibt dran an der Spitzengruppe. Aufsteiger Hanau in den tarnfarbenen Trikots spielt in Waldgirmes schnell nach vorne. Ali Kiel schickt Ferreira, der den reineiert. Der mehrmalige Aufsetzer scheint Keeper Wese zu verwirren. Das 22-jährige Torwarttalent vertritt seit Saisonbeginn den verletzten Mike Buss. Wenige Minuten später Waldgirmes mit dem Fehlpass und Hanau schaltet um. Attacker. Wese stark. Calabrese hat freie Bahn und verwandelt Platz jetzt. 11. Minute 2-0 Hanau. Start nach Maß für den Aufsteiger, der seit dem ersten Spieltag nicht mehr gewonnen hat. Heute läuft's, auch nach dem Seitenwechsel. Ecke kurz ausgeführt. Zurück auf Dogan. 3-0. Tobias Moib steht goldrichtig und sorgt früh für klare Verhältnisse. Da muss jetzt was kommen von Waldgirmes und es kommt was. Schmidt komplett in Ruhe gelassen, kann locker einschieben. Kein Hanauer fühlt sich für den Innenverteidiger zuständig. Doch trotz Anschlusstreffer kommt vom SCW zu wenig Gegenwehr. Der Ball kommt zu Amiri, der einfach mal draufhält. Der Routinier mit der Regionalliga-Erfahrung nutzt Weses Stellungsfehler. Damit macht Amiri den Deckel drauf. Der SC Hanau feiert seinen zweiten Saisonsieg. Im Sonntagsspiel stürmt zunächst Eddersheim in Gelb, die bisher noch kein Spiel verloren haben. Gegen Dietkirchen sucht der FCE die Lücke. In einem wilden Gestocher setzt sich Wüst durch. 18. Minute, 1-0. Eddersheim voll auf Kurs, auch im vierten Saisonspiel zu punkten. Dietkirchen auf der anderen Seite hat hingegen noch gar nicht gepunktet. Umso wichtiger ist es, hier schnell wieder ins Spiel zu kommen. Lahl mit vollem Einsatz zum Anschluss. Freistoß auf der anderen Seite. Kummer ohne große Gegenwehr zur erneuten Eddersheimer Führung. Was eine Anfangsphase. 3 Tore in 30 Minuten. Auch danach will Dietkirchen wieder den Ausgleich, doch kein Torerfolg bis in die Nachspielzeit. Da hat der TuS jetzt Platz. Seka gegen 2 mit dem ganz späten Ausgleich in der 96. Minute. Es bleibt beim 2:2. Der TuS holt endlich seinen ersten Punkt. Eddersheim bleibt weiter ohne Niederlage, auch wenn es sich bei einem so späten Gegentor ein bisschen so anfühlt. Griesheim in Weiß gegen Aufsteiger Marburg startet stark. Erdogan per Kopf zur Führung für die Viktoria, die danach einen Gang zurückschaltet und Marburg kommen lässt. Nach dem Seitenwechsel langer Einwurf. Pfalz ist durch und wird hart von den Beinen geholt. Strafstoß Marburg. Die Gäste belohnen sich für ihren Aufwand. Dinler gegen Lapcic. Überragend pariert. Und auch den Nachschuss hat der Keeper. So bleibt Griesheim vorne, verliert aber wenig später Rengatamura, der gelb-rot zieht. Kurz vor Schluss, Griesheim in Unterzahl mit Janda. Stößt mit Arifi zusammen, doch nicht lamentieren. Weiterspielen! Finn Janda beschwert sich nicht, sondern rappelt sich auf und wird dafür belohnt. Eine tolle Einzelleistung zur Vorentscheidung trotz Unterzahl. Griesheim mit dem ersten Heimsieg und bereits 8 Punkten. Der Umbruch scheint zu fruchten. Hünfeld in Weiß ist das Team der Stunde und spielt befreit auf beim Vorjahresvize Gießen. Die Flanke kommt durch, Trägler behauptet den Ball, legt auf für Fröhlich. Mal wieder führt der Aufsteiger. Hünfeld ist ja mit 3 Siegen in die Saison gestartet. Doch Gießen lässt sich nicht verunsichern. 2 Minuten später langer Einwurf.
Wural zieht ab und trifft zum Ausgleich. Dennoch entführt der HSV einen Punkt aus Gießen und mischt weiter oben mit. Weidenhausen und Steinbach, beide noch ohne Sieg, wollen endlich ihren ersten Dreier. Steinbach in Weiß auf Stadler. Mit Mühe und Not von der Linie gekratzt. Ohnehin entscheidet Schiedsrichter Loschke auf Abseits. Eine Minute später geht's in die andere Richtung. Grosu. Auf Krug an den Pfosten. Dann hält Bagus den Ball fest. Auf beiden Seiten fällt kein Tor mehr. Weidenhausen und Steinbach bleiben also beide weiterhin sieglos. Die Ergebnisse in der Übersicht. Stadt Allendorf feiert einen deutlichen 6:0-Sieg gegen Baunatal. Waldorf und Alzenau an der Spitze setzen sich erneut durch, wenn auch nur knapp. Aufsteiger Hünfeld gewinnt zum ersten Mal nicht und entführt dennoch einen Punkt aus Gießen. Damit sind jetzt Alzenau und Waldorf auf 1 und 2 die einzigen Teams, die bisher jedes Spiel gewinnen konnten. Dicht gefolgt von Friedberg und Hünfeld. Vorjahresvize Gießen auf Platz 9 bleibt bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück. Baunatal und Fernwald rutschen in die zweite Tabellenhälfte ab. Dietkirchen und Weidenhausen holen beide ihren ersten Punkt der Saison, bleiben aber trotzdem auf Platz 17 und 18. Felix Erben und Lukas Fächer an diesem Spieltag ohne Torerfolg bleiben trotzdem an der Spitze der Torjägerliste. Giuseppe Signorelli erzielt sein 5. Tor und reiht sich damit ebenfalls in der Spitzengruppe ein. Nächsten Montag folgt Torshow 5. Bis dahin, kommt gut durch die Woche.